Agnostiker. Agnostiker bedeutet eigentlich einen Unwissenden. Gnosis ist eigentlich das Wissen. Gnostiker ist derjenige, der etwas weiß. Durchaus ähnlich wie das Sanskrit-Wort Jnana heißt Wissen, heißt das griechische Wort Gnosis Wissen. Natürlich, Gnosis hat im Rahmen der Religionsgeschichte auch eine besondere Bedeutung. Es gibt die sogenannte christliche Gnosis, gegen die sich insbesondere die Frühkirche ziemlich abgesetzt hat, beziehungsweise die Gnosis und die Frühchristen, mindestens die nicht-gnostischen Christen, hatten einige an Auseinandersetzungen. Ein Agnostiker ist aber in der Philosophie und auch in der Theologie und in der Religionswissenschaft ein Mensch, der es nicht für möglich hält, dass man wahre Kenntnisse über Gott haben könne. Das heißt, der Agnostiker sagt, dass die Existenz bzw. Nicht-Existenz Gottes nicht zu beweisen ist. Ein Agnostiker ist also ein Zwischending zwischen dem Gottgläubigen und dem Atheisten. Der Atheist geht davon aus, dass Gott nicht existiert und er behauptet, er glaubt nicht an einen Gott. Der Gottgläubige glaubt an einen Gott und der Agnostiker sagt, ich weiß es nicht oder man kann es auch nicht wissen. Tatsächlich kann Gott intellektuell weder bewiesen noch geleugnet werden, sondern man kann Gott erfahren oder auch nicht erfahren. Im Yoga sagen wir, wir können spirituelle Praktiken machen, die uns zu Erfahrungen führen, die uns dazu führen, dass wir annehmen, es gibt Gott. Letztlich ist Gott eine Erfahrungstatsache. Und indem wir Gott erfahren, können wir von der Gegenwart Gottes ausgehen.